Hallo liebe Filmfans, Abonnenten und YouTuber zu meinem neuesten Unboxing-Video. Diesmal habe ich mir wieder was von Zavi bestellt, aber nicht mehr von Zavi.com, weil ja da kann man ja nicht mehr PayPal und so weiter. Deswegen, wie glaube ich schon bei dir, Hunter, erwähnt, habe ich es mir jetzt bei Zavi NL bestellt. Für schlappe 12 Euro die James Dean Ultimate Collectors Edition. Und es ist echt ein günstiger Preis. Leider habe ich schon gesehen, hat sie hier schon ein paar... Das seht ihr jetzt nicht richtig, oder? Doch, da hat es hier leider schon so ein paar Dellen. Und hier bei dem Karton, wo ich glaube, der ist nur für die Dinger, die da drin sind. Ich hoffe es mal. Ja, packen wir mal das gute Stück aus. Ja, in Deutschland, vom deutschen Amazon, kostet ja das, glaube ich, so um die 40 Euro. Manchmal war es ein Angebot, glaube ich, für 35 oder 30. Das war mir dann doch irgendwie immer noch zu teuer. Und jetzt für 12 Euro habe ich mir gedacht, da musst du einfach zuschlagen. Zwar ist da, glaube ich, auch irgendwie ein Buch dabei. Oh, das ist ja echt... das ist billigster Karton vom billigsten. Hätte Warner Brothers Römer was Teureres machen können. Das lasse ich mal lieber dran. Das Blu-ray-Teil kann man ja abmachen, aber das lasse ich erstmal dran. Nehmen wir mal das raus. Naja, okay, das kann man dann so machen. Dann sieht man die Delle nicht mehr. Das ist schon schade, dass es so eingedellt ist. Aber naja. Wie gesagt, das ist wirklich billigste vom billigsten, der Karton. Das ist echt... Aber es ist immerhin ein schönes Hochglanz, das Motiv. Das USK, also das UK-Logo kann man abmachen. Das ist nur aufgeklebt. Schon ist es weg. Und das Teil, ja, das lasse ich jetzt erstmal dran. Das ist nicht so schlimm. Aber der Karton ist wirklich sehr instabil. Vielleicht lasse ich das hintere noch dran, damit hinten das nicht so instabil ist. Und wenn ihr das sehen könnt, ich sehe das so schlecht durch das Weiß und durch das Licht, ist halt wirklich schon eine Delle drin. Ja. Machen wir mal das weg. Und ja, ich finde James Dean, ich kenne, also ich weiß nicht, die anderen Filme habe ich schon mit meiner Mutter angeschaut und die Giganten auch. Das kenne ich halt so, weil meine Mutter steht total so auf James Dean Filme und es gibt ja, glaube ich, nur drei, wo die Hauptrolle spielen, das sind die drei. Ihr könnt mich auch lynchen und alles, wenn ich falsch liege, weil ich kenne mich da nicht so sehr aus mit diesen älteren Filmen. Aber Giganten kenne ich, habe ich schon ein paar Mal gesehen und ich finde den super, den Film. Die anderen beiden, ja, so nebenbei vielleicht geschaut, mehr weiß ich aber dann auch nicht mehr. So, und da sind natürlich die Discs auch schon rausgeflogen. Selbstverständlich. Ich hoffe, das ist nicht gebrochen. Ja. Okay, jetzt sind die wieder drin. Mal natürlich gleich auch wieder raus für euch, aber jetzt will ich die erstmal wieder reinmachen. Da haben wir diesen Digitalcode. So, dann haben wir, ach, das sind beides, das ist einmal die Blu-ray, so, wie kriegen das jetzt wieder auf, so war das, ne, ja genau, einmal die Blu-ray von Jenseits von Eden, Moment mal, muss ich jetzt nochmal lesen, also, wir haben einmal East of Eden, the Kuss. Tut mir leid, kann ich nicht schön aussprechen. Und Giant. Ach, dann haben wir hier Giant, dann Giant Special Futures, dann noch den hier. Oh, wie heißt denn der in Deutsch, der Film? Kann ich jetzt euch nicht sagen. Jenseits von Eden heißt der eine, dann Giganten und... Oh, hier habe ich auch eine Delle, sehe ich gerade. Nicht nett, Zavi. Weiß auch, die billigste Hülle ist vom billigsten Versand, aber das will man warten. Wie heißt jetzt der in Deutsch? Kann ich euch jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall heißt der Rebel Without a Kuss. Tut mir leid, weil ich es nicht richtig aussprechen kann. Aber wie kriege ich denn die jetzt hier raus? Das ist so ein Gefrumme. Ist zwar schön, dass ein Digipack ist, aber bis man die Dinger rauskriegt hier. Mit. Mein Gott. Komm schon. Ups, jetzt habe ich's. So. Dann haben wir noch Giganten raus. Dann haben wir auch noch Giganten Special Futures. Machen wir auch noch raus. Ist sogar nur eine DVD. Dann haben wir auch noch ein James Dean Forever Young. Und
James Dean Sends Memories. Ja. Jetzt ist da auch noch das andere runtergefallen. Na, sauber. So, da sehen wir hier ein paar schöne Bildchen mit dem Digipack. Schaut sehr schön aus. Dann zeige ich es euch noch von so. Schaut auch sehr gut aus. Dann mache ich mal die ganzen Disc wieder rein. Das kann ein bisschen dauern, obwohl es geht jetzt schnell. Jetzt weiß ich ungefähr, wie es funktioniert in diesem System hier mit dem Digipack. Okay. Das schaut ja schon mal gut aus. Wie gesagt, die ganzen Filme haben deutschen Ton. Ob jetzt die extra DVDs auch deutschen Ton haben, also oder eher gesagt deutsche Untertitel, das weiß ich jetzt nicht. Da müsste ich nochmal auf den Karton schauen, der runtergefallen ist, und dann mache ich schnell eine Pause, damit ich den Karton holen kann. Und Moment, bin gleich wieder da. Schupp, und da bin ich auch schon wieder und ich schaue gerade. Ja, da kann ich leider nichts sagen. Das steht hier nur, dass hier irgendwie das nicht in High Definition ist. Also nicht alle, auch nicht auf die auf den normalen Disc. Und da steht halt nur, es könnte so und so viele Untertitel enthalten. Genau kann ich es leider nicht sagen. Tut mir leid. Aber die Box ist einfach schick und ich muss das ja haben und für den Preis geht's. So, dann schauen wir mal hier das geschrammte Teil an. Da haben wir ja jede Menge Extras. Boah. Kommt schon so einiges entgegen. So, was haben wir denn da erstmal? Nehmen wir mal. Das machen wir so. Genau. Nehmen wir zuerst mal diese Kärtchen. Bin ich schon durch, oder? Nee. Oder? Nein, war noch nicht durch. War noch eine. Jetzt bin ich durch. Nett gemacht. Dann haben wir hier. Ach so. So Briefe, Produktionsbriefe oder irgendwie sowas. Da auch wieder. Auch. Könnt ihr Pause drücken, wenn ihr es unbedingt lesen wollt, aber das ist ja nicht so. Das ist alles ein nettes Gimmick. Hoppala. Und für 11 Euro oder 12 Euro ist es echt saugünstig. So, was haben wir denn hier noch? Ah, es geht noch weiter. Nein, jetzt haben wir so. Jetzt haben wir hier ein Poster. Ein Mini-Poster. Seht ihr jetzt schlecht? Ah, das so könnte es gehen. Das ist das East of Eden. Dann haben wir noch so ein Mini-Poster. Das ist Rebel Without a Choice. Sorry, wenn ich es nicht schnell aussprechen kann. Schon mal so durch. Ja. Und dann haben wir wahrscheinlich da noch Giganten als Poster. Ja, natürlich. Da ist es. Ja, und dann gibt's noch was. Ein Büchlein.
Na? Natürlich alles auf Englisch. Ich weiß nicht, ob die deutsche Version alles dann in Deutsch hat, wahrscheinlich, aber das ist jetzt nicht so schlimm, dass es alles in Englisch ist. Vor allem, das geht noch. Ja, das muss ich nicht. Das mache ich einfach ganz schnell. Das ist ja eh nicht so sehr jetzt wichtig. Das geht schon. Ja. Ja, das war's dann von der James Dean Collection. Jetzt halte ich das nochmal so. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Unboxing-Video. Mir gefällt die Box für einen Spottpreis eigentlich. Drei Filme mit viel Extras. Zwar halt mit ein bisschen Beschädigung aus UK, aber, oder nein, nicht aus UK, aber ich denke mal schon, dass es UK kommt. Dieses Zavi NL, das ist trotzdem aus UK dann. Ich weiß es nicht ganz genau, wie das da nun ist, aber naja. Also, vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.